Hallo liebe T4 Bastelbus-Gemeinde, heute wieder ein neues Video und zwar pünktlich zum Herbstanfang verbauen wir eine Markise. Und von wem die ist, wie die verbau und die ganzen Einzelheiten dazu nach dem Intro. Und zwar hier haben wir das gute Stück. Es handelt sich um eine Sackmarkise mit einer Länge von 2,50 Meter. Die Markise habe ich gekauft beim Offroad Money, also keine Werbung, selbst bezahlt. Ist, wie man typische Sackmarkisen kennt, in so einem wasserdichten Sackel drin. Und ein bisschen Zubehör haben wir auch dabei. Und zwar ist dabei ein 10er und ein 13er Schlüssel. 4x Schrauben lang, 4x Schrauben M8 kurz, 2 so Befestigungswinkel. Seile zum Abspanner und Heringe. Das Ganze war verpackt in so einem schönen Säckchen. Ich würde sagen, wir montieren uns einmal jetzt die Halter, die Winkel. Das sind ganz normale Stahlwinkel. Das sind pulverbeschichtet, so wie es ausschaut. Montieren wir jetzt halt oben an meinen Dachträger. Wenn die dran sind, montieren wir die Markise. Legen wir los. Wie man sieht, dann hat dieser Winkel schon mal 4 Bohrungen vorgefertigt. Finde jetzt auch ziemlich gut, weil genau 2 davon kann ich nutzen. Natürlich kann man jetzt auch alle 4 verschrauben, ist aber nicht notwendig, sage ich euch gleich. Wenn ihr 2 vernünftige Auflagepunkte habt für diese Winkel, ist das mehr als ausreichend. Ich zeige jetzt einmal kurz, welche Verschraubungspunkte das ich hernehme. Wenn man es da drin reinschaut, dann sieht man die Befestigungsschraube von meinem Dachträger. Im Prinzip mache ich jetzt nichts anderes, ich schiebe das Ding da rein und schon ist reingefallen. Wenn man jetzt da von oben reinschaut, ja, wird man jetzt leider nicht viel sehen, aber im Prinzip ist das jetzt genau so die Montagestellung. Eigentlich schrauben wir jetzt bloß noch fest von innen und dann war es das eigentlich schon. Und als zweiter Befestigungspunkt habe ich mir da unten ein Loch rein gemacht und fixieren wir da unten auch nochmal. Also, beide Winkel haben montiert, vorne und hinten. Die haben richtig stabil, die haben richtig fest. Achtet wirklich drauf, wenn ihr euch so ein Markisenholz und so Winkel verbaut oder egal welche Art von Befestigung ihr nehmt, dass wirklich ein 100% sicherer Halt drauf ist. Nicht, dass ihr losfahrt auf der Autobahn, schön geschmeidig mit 190 und dann verliert ihr euer Markisen. Schaut nicht gut aus. Jetzt brauchen wir diese 4 kurzen und dann haben wir auf der Rückseite von der Markise, so was wir umdrehen, haben wir da so eine Schiene und im Prinzip werden eigentlich nur noch die so reingefahren. Ich darf jetzt mal sagen, ich versuche jetzt einmal die Markisen allein hier zu bauen, kann ja eigentlich nicht so schwer sein und zwar bereiten wir das Ganze mal vor. Ich habe jetzt einen Abstand von den Halter von ungefähr 1,58 m und die Schrauben führe ich mir jetzt halt einmal auf 1,58 m Abstand hinten rein. So, achtet drauf, es gibt oben und unten, also die Schiene hinten ist ungefähr im oberen Drittel montiert. Schauen wir, dass wir so ungefähr hinkommen.
plus minus ungefähr. Verschirmen der wir es dann, wenn es auf der Position ist. Ja, so in etwa kann es funktionieren. Dann probieren wir es einmal. So, das ist ein bisschen ein Gesuche und ein Gefrickel, aber geht jetzt eigentlich relativ ganz gut. Dann machen wir alle vier Muttern drauf. Das sind übrigens selbstsichernde Muttern. Gut, und schon hängt es. Und schon hängt es. Nur noch anschrauben und fertig. Zur Montagehöhe. Ihr könnt die natürlich auch die Winkel nach unten machen. In unterschiedlichen Höhen könnt ihr die montieren. Passt aber auf, dass ihr eure Schiebetür noch aufbringt. Und in dem Fall jetzt halt auch, dass die Beifahrertür aufgeht. Wenn ihr die zweite oben macht und ihr spannt die später raus, die läuft leicht schräg runter. Nicht, dass ihr euch da mit der Ecke die Markisen aufreißt. War nämlich nicht so schön. Gut, ich mittel's jetzt noch ein bisschen aus, schraube es fest und dann würde ich sagen, bauen wir es einmal auf. Natürlich ist es wie immer, wenn man was zusammenbaut, es bleibt immer irgendwas übrig, wobei das jetzt glaube ich nur im grünen Bereich ist. Das waren jetzt hier nochmal so Befestigungsplatten gewesen, die ich jetzt in dem Fall nicht brauche. Und längere Befestigungsschrauben für diese Winkel. Wie gesagt, das ganze Ding ist universell und wird in meinem Fall jetzt nicht benötigt. Ich versuche jetzt einmal die Markisen allein zum Aufbauen. Wie schwierig sich das Ganze macht, werden wir jetzt gleich sehen. Als allererst macht man da unten den Reißverschluss auf. Dann ist die Markise hier mit drei so Klettbändern befestigt. Und dann kann man das Ganze so rausrollen. Haben wir hier die Füße. Also einmal anhand von so einem Schraubbeinen haben das, kann man die rein und rausschrauben. Und festziehen, genau. Da unten drin, wie man sieht, haben wir nur diese Querverstrebungen. Die zieht man einfach raus. Klappt das Ganze wieder rüber, lockert das und dann sind da so Löcher dafür vorgesehen. Bringt das Ganze ein bisschen auf Spannung und schraubt man es wieder fest. Klettband rum. Das müsste jetzt eigentlich theoretisch von der Rohr stehen.
Also das Ganze würde jetzt stehen, sogar ohne abzuspannen. Würde ich aber nicht empfehlen, weil sobald ein bisschen Wind reinläuft oder so, hebt euch die ganze Gaudi ab. Deswegen sparen wir es jetzt nochmal leicht nach vorne ab. So, jetzt. Tada! Also für das, dass ich jetzt also das erste Mal aufgebaut habe, habe ich ganz schön lang gebraucht, ich weiß. Aber es steht. So, was haben wir jetzt da genau? Wir haben eine Sackmarkise vom Offroad Money. Die Markise hat ein Abmaß von 2,50 m auf 2,50 m, was ich jetzt beim T4 sehr optimal finde von der Größe her. Die 2 Meter ist ein bisschen klein, haben wir vorher gehabt, wir haben ja vorher so eine Baumarktplane gehabt, so ein Provisorium, auch mit Teleskopstangen. Die war 3 Meter auf 2 Meter. Der, wo links und rechts, wenn du guckst, bis gegenüber, hat es da hinten ins Knack reingekriegt. Deswegen finde ich die 250er schon optimal. Wir haben ein Gewicht von ungefähr 9 Kilo, hat die Markisen. Also jetzt halt nicht so schwer. Von der Verarbeitung her muss ich sagen, sehr, sehr gut. Wir haben einen 250 Gramm Rippolstoff, also der ist wasserundurchlässig. Ich meine, ab welcher Menge von Regen das dann wirklich wasserundurchlässig ist, das werden wir dann in der Praxis sehen. Aber wir haben schon mal so unter so einer Markise gestanden und da hat es wirklich geschifft ohne Ende und wir haben alle trocken geblieben. Ja, wie gesagt, die Markise könnt ihr kaufen beim Offroad Money. Die Adresse blende ich euch unten in die Beschreibung. Kostet hat das ganze Ding 319 Euro mit Versand und ich muss sagen, ist, wenn man wahrscheinlich ein bisschen Übung hat, relativ einfach aufgebaut. Von der Montagehöhe her finde ich es jetzt halt schon fast optimal. Also ich bin 1,86 Meter groß und ich kann angenehm drunter stehen. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass die Tür einfach ordentlich aufgeht. Wenn jetzt ihr die ein bisschen niedriger macht, je nachdem was für einen Dachständer das ihr habt, kann natürlich sein, dass ihr mit der Ecke hier an Stoff aufreißt, war jetzt halt suboptimal. Ansonsten funktioniert. Das sollte natürlich nicht sein. So, einmal frei. Was jetzt ich persönlich nur gut finde an der Montagehöhe ist das, ich habe da hinten den Sack dran und es zirkt jetzt halt nicht so stark rein. Wie ist es natürlich, wenn der Ring von der Seite kommt, ja klar, regnet es auch bei einer Kastenmarkisen rein. Aber von sonst finde ich es relativ gut. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen die Details an. Was auch sehr, sehr geil ist, wir haben hier nur zusätzlich eine Kederleiste. Also so eine Kederschiene. Das heißt, wir könnten die Markise nur mal um ein Sonnensegel erweitern. Hier sieht man diese Klettis. Und hier den eigentlichen Sack, der aus auch irgendwas so einem richtig dicken Gummistoff ist. Also der ist richtig robust. Ein doppelt vernähter Reißverschluss und ordentlich vernietet da oben. Hier sieht man ein bisschen die Vernieten. Genau. Ja, es wird leider ziemlich schnell wieder dunkel. Aber das macht nichts. Wir haben ja soweit fertig. Die Markisen ist montiert. Den Härtetest wird es am Wochenende, nächstes Wochenende am 19. Oktober. Da geht es nochmal zum Abwebern von der Bullimuck-Gruppe. Da bin ich nochmal dabei. Und dann wird der Ruth schön langsam an den Kragen gehen. Ich werde die ganze Kiste, sage ich jetzt einmal, nochmal zerreißen.
alles raus. Sie kriegt eventuell nur einen neuen Anstrich. Innen drin gibt es ein paar Veränderungen, außen wird es ein paar Veränderungen geben. Aber dazu natürlich gibt es wieder Videos. Ja, es wird frisch. Ich gehe jetzt wieder heim. Natürlich wieder YouTube-Videos schauen. Und da möchte ich euch einen kleinen Tipp geben. Schaut mal bei Family Bully nach. Einfach mal in YouTube Family Bully eingeben. Ziemlich cool. Auf den Kanal bin ich über den Meister Frickel gestoßen. Haben wir natürlich gleich gestern alle Folgen angeschaut. Ist ein relativ kleiner Kanal, macht aber überhaupt nichts. Aber es gibt da eine gewisse Verbindung zwischen unseren Fahrzeugen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Schaut euch das einmal an. Das ist Vater und Sohn, die bauen den Bus um. Echt cool. Ja, ansonsten war es wieder für heute. Ihr wisst ja, wie es geht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen hoch oder einen Kommentar, wenn ihr Fragen dazu habt. Und ja, wünsche euch nur einen schönen Abend und bis dann. Servus.